Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder eure Steffi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch das zweite Halloween-Special für dieses Jahr. Ich hoffe, dass es pünktlich zu Halloween online kommt, am 31. Wenn nicht, dann sei es mir verziehen, weil das Kostüm ist ein bisschen später angekommen, als ich gehofft habe. Deswegen konnte ich jetzt am Sonntag, den 28. erst das Video drehen und bin jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mit Schneiden beschäftigt. Ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, mache ich heute für euch ein Zombie-Schneewittchen. Schneewittchen im Märchen, sie stirbt ja, indem sie einen Apfel beißt, einen vergifteten, und wacht dann durch den Kuss ihres Prinzen wieder auf. Ja, aber wenn Tote wieder zum Leben erweckt werden, kenne ich das in den meisten Szenarien als Zombie. Das Kostüm, die Perücke und die Kontaktlinsen, die ich mir nachher noch reinmachen werde, habe ich diesmal von kostüme.com gesponsert bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich verlinke euch die Sachen in der Videobeschreibung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja gerne mal da vorbeischauen in den Shop. Die haben ziemlich coole Kostüme. Und ja, ich habe meine Perücke schon aufgesetzt, weil ich eine neue Haarfarbe habe. Deshalb habt ihr dann im nächsten Video, was daraus geworden ist. Also auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren. Und wenn ihr das Video mögt und euch das Intro schon gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und teilt das Video. Das würde mir sehr, sehr, sehr helfen. Gut, fangen wir an. So, zuerst müssen wir uns natürlich um die Grundierung kümmern. Zuerst prime ich mein Gesicht mit dem Make-Up Factory Ultra Balance Color Correcting Base Primer. Und der ist grün und den mache ich mir erstmal drauf, um alle Rötungen aus meinem Gesicht verschwinden zu lassen. Schneewittchen hat eine schneeweiße Haut. Ich benutze einmal meine normale Foundation, die NYX Total Control Drop Foundation. Dann mixe ich ein bisschen was von meinem Maron Clown White Make-Up mit da rein. So, und jetzt conceale ich meine T-Zone mit meinem NYX HD Studio Photogenic Concealer. So, und jetzt setze ich das Ganze mit meinem Make-Up Factory Fixing Powder. Jetzt konturiere ich etwas, und zwar mit dem Beach Please Bronzing und Contouring Powder von Miss Lynn in der Farbe Vitamin C. So, jetzt geht's an die Augenbrauen. Die dunkelste Augenbrauenfarbe, die ich da hatte, das war der Brow Chica Wow Wow. Brow Chica Wow Wow, das fällt mir jetzt was auf. Liquid Eyebrow Liner von Miss Lynn in der Farbe Ebony. So, die Brauenhärchen fixieren wir jetzt noch ein bisschen mit dem NYX Control Freak Eyebrow Gel. Jetzt wird es definitiv Zeit für Blush und für Highlight. Blush würde ich jetzt nur ganz, ganz, ganz zart verwenden, weil Schneewittchen ja halt hellhäutig ist. Deswegen benutze ich jetzt von Make-Up Factory das All Over Beautifier Blush. Und für den Highlighter können wir jetzt natürlich nichts Farbiges oder Goldenes benutzen. Deswegen brauchen wir einen sehr, sehr, sehr hellen Highlighter. Und da finde ich aus der Mavicon Palette den Highlighter Sheesh einfach perfekt. Jetzt geht's an Augen-Make-up. Da benutze ich einfach gleich Flodder aus der Mavicon Palette, weil, also, Schneewittchen hat jetzt kein krasses Augen-Make-up, deswegen benutze ich einfach nur das als Transition-Farbe und ich glaube, das reicht dann auch komplett schon. Jetzt ziehe ich noch einen ganz, ganz dünnen Eyeliner-Strich, einfach um den oberen Wimpernkranz schön zu betonen und zu verdichten. Und dafür nehme ich den Miss Lynn Black Off Precise Liquid Eyeliner. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen weißen Kajal auf meine Wasserlinie, einfach um das Auge noch ein bisschen größer zu machen. Dafür benutze ich einen weißen Kajalstift von NYX. Jetzt tusche ich noch meine Wimpern mit der Worth the Hype Mascara von NYX in Black. Jetzt kommen nur noch die Lippen dran. Ja, natürlich roten Lippenstift. Ich nehme roten Liquid Lipstick, und zwar einen von den Meet Matte Duches von The Balm. Und zwar in der Farbe Loyal. Und ich versuche jetzt oben das Lippenherz ein bisschen höher zu machen, weil ja Schneewittchen ziemlich einen Kussmund hat. Und schon sind wir fertig mit dem Standard-Schneewittchen-Look. Und jetzt geht's daran, den Zombie-Teil zu drehen. Dafür habe ich mir ein paar Prosthetics gebastelt. Und zwar habe ich mir hier so einen Unterkiefer gebastelt. Plus einen einzelnen Zahn, den ich noch an die Oberlippe mache. Genau, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich das gemacht habe. Zuerst habe ich das Kinn komplett mit Flüssiglatex bedeckt. Dann habe ich ein Stück Kosmetiktuch ein bisschen zerrissen und es über das Kinn gelegt. Dann habe ich meinen Finger in Flüssiglatex getaucht und bin nochmal über die Stelle gegangen, die am Ende die Wunde darstellen soll. Dann habe ich Kosmetiktuch zu ein paar kleinen Würstchen zusammengerollt, die dann quasi die Stränge des Zahnfleischs darstellen sollen. Darüber bin ich dann auch nochmal mit Latex drüber. Dann habe ich mir Latexpaste aus Mehl und Flüssiglatex zusammengemischt und habe damit die aufgerissene Wunde um das Kinn herum konstruiert. Mit etwas Flüssiglatex an meinen Finger habe ich das Ganze noch glatt gestrichen und habe danach noch Acrylnägel zugeschnitten und diese in die Latexpaste reingedrückt. So, erstmal mache ich mir jetzt meine Unterlippe frei von Lippenstift.
nehme mir erstmal meine schwarze Aquaschminke von Maron und mache mir die Unterlippe schwarz. Und jetzt nehme ich mir mein Mastic Spirit Gum und mache mir hier erstmal ein bisschen Hautkleber unten drauf und tippe den dann so lange an, bis er Fäden zieht. Ich habe das dann erstmal an meinen Mund rangeklebt, habe mir dann Flüssiglatex genommen und habe das Kosmetiktuch an meine Haut geklebt. So kriegt man eigentlich einen ziemlich guten Übergang zur Haut. Dann nehme ich mir Breakdown aus der Mavicon Palette und umschatte quasi meine Augen ganz, ganz unordentlich. Dann nehme ich meine Huda Beauty Desert Dusk Palette und mache das gleiche nochmal mit dem Ton Safran. Und mit Out und Safran mache ich mir eine kleine Stirnwunde. Und da gehe ich auch nochmal mit Breakdown aus der Mavicon Palette drüber. Dann nehme ich mir einen weinroten Lip Liner von Essence und zeichne mir ein paar Venen um die Augen. Dann habe ich noch ein bisschen versucht, die zu verblenden. Betonung liegt auf Versuchen. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn man es nicht verblendet. Dann habe ich mir wieder meine Foundation genommen und habe die Latexübergänge am Kinn ein bisschen damit eingeschmiert. Das habe ich dann mit meinem Puder von Make-Up Factory abgepudert. Dann nehme ich mir meine wasseraktivierte Farbe von Maron und färbe damit die Kinnwunde und den einzelnen Zahn ein. Das Ganze sette ich dann mit Breakdown von der Mavicon Palette und bearbeite damit auch ein bisschen meinen Hals und mein Dekolleté. Dann nehme ich mir wieder Out aus der Huda Beauty Desert Dusk Palette und schattiere damit auch noch ein bisschen die Kinnwunde. Dann nehme ich mir einen roten Lippenstift von Müslin und versuche meinen Lippenstift quasi so ein bisschen zu verschmieren. Dann nehme ich mir meinen Wundschurf von Mask World und gebe davon reichlich auf die Kinnwunde und auch auf die Stirnwunde. Und unter die Augen und auf den Hals tupfe ich natürlich auch noch ein bisschen was, denn Zombies sind ja bekanntermaßen blutverschmiert. Dann setze ich mir noch meine weißen Kontaktlinsen ein und fertig ist das Make-up. So, das ist das fertige Zombie-Schneewittchen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen geilen Zombie-Look findet. Auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.